Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zur heutigen Pressekonferenz der Moskitos für das Spiel Moskitos gegen die Frankfurter Löwen. Ich darf den Trainer der Frankfurter Löwen begrüßen, den Herrn Frank Genkes, und unseren Trainer Markus Berberer. Bevor wir zu dem heutigen Spiel kommen, darf ich mal einmal ganz kurz ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren richten, wo da wären die Firma Hotel Ginsing, Coca-Cola, Ambiente, Toyota, König Pilsener, DBL Böge. Der Markus guckt schon auf die Uhr, der kennt das. Die Geduld wird immer auf die Probe gestellt. Da hätten wir noch die Firma F&S Autoteile, Sebotherm, die Messe Essen, Kaffee Express und ja, ich komme in das Alter, wo ich langsam eine Lesebrille brauche. Ja, nochmal ein recht herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren. Aus diesem Grunde oder zu diesem Anlass darf ich dann noch ganz kurz noch etwas sagen bezüglich unserer Jugend. Die Sponsoren werden ja immer wieder etwas in der Zitrone gepresst, das wissen wir, aber unsere Sponsoren machen das ja auch gerne. Wir haben bei uns in der Jugend zwei Mannschaften, die vollkommen unerwartet erfolgreich spielen und wahrscheinlich die Chance haben, in die dementsprechende Bundesliga aufzusteigen. Leider Gottes war das für uns vollkommen, wie gesagt, unerwartet und aus dem Grunde auch im Etat nicht so zu kalkulieren. Und da bittet unser Verein, die Sponsoren mal ein bisschen nachzudenken, an unsere Jugend zu denken. Wir brauchten da für beide Mannschaften jeweils noch ungefähr 5.000 Euro, um unseren Jungs diesen super Erfolg überhaupt möglich zu machen und dass sie dann nächste Saison gegebenenfalls in dieser Liga spielen dürfen. Das dazu, dann kurz vor Schluss noch eben die Ergebnisse in unserer Liga. Kurz vor Schluss stand Dortmund Nauheim 3:8, Hamm gegen Kassel 3:7, Duisburg-Krefeld 9:0. Ja, und dann kommen wir zu dem heutigen Spiel hier bei uns. Herr Genkes, ich denke mal, nach 30 Minuten 2:2 haben Sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Wenn ich bedenke, Markus, dass unsere Mannschaft im Großen und Ganzen sehr grippemäßig angeschlagen ist, können wir da, glaube ich, mehr als zufrieden sein. Aber der Gast hat den Vortritt. Herr Genkes, für Sie vielleicht das erste Statement zu dem Spiel heute. Ja, schönen guten Abend. Ich habe jetzt nicht mehr gerechnet, dass es noch weitergeht. Ja. Aber alle Achtung. Ja, zum Spiel selber ist zu sagen, erstmal vorweg Gratulation für die Nachwuchsabteilung. Die ersten 100 Euro lasse ich hier kommen von mir. Ja. Dann haben wir noch 4-9 und die kriegt er auch noch zusammen. Da bin ich mir sicher. Also Nachwuchs ist immer wichtig. Das ist eine wichtige Geschichte. Kommen wir zum Spiel heute. Ich denke, am Anfang haben wir gesehen, wie ihr gerade auch gesagt habt, wir haben Probleme gehabt, ins Spiel zu kommen, aber das war erstmal geschuldet, auch wir waren nicht sehr konzentriert, nicht 100% bei der Sache. Andererseits hat Essen die Sache sehr gut gemacht. Ich denke, der Torwart war stark, der heute im Tor stand. Wir hatten sehr, sehr viele Chancen gehabt, auch viele hundertprozentige, die haben wir liegen lassen. Da können wir jetzt diskutieren, ob es Unvermögen von uns war, ob der Torwart so stark war. Ich denke, das lag zu einer goldenen Mitte. Aber wir mussten diszipliniert bleiben und dann im zweiten Drittel war es dann 3-0 für uns. Und ich denke, da konnten wir uns auch schon ein bisschen sicher sein. Für uns war wichtig, heute 3 Punkte zu holen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass einer von den anderen da irgendwo was liegen lässt heute. Es war auch knapp bis zum Ende. Bei uns war es auch knapp, da haben wir auch mitgerechnet. Aber so Spiele musste man gewinnen. Ich denke, wir sind mit den 3 Punkten zufrieden. Mehr können wir nicht holen. Essen kann mit ihrer Leistung zufrieden sein. Ich zahle jetzt meine 100 Euro. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, dann bedanke ich mich auch vor allem für die Spende. Markus, dein Statement. Zuerst einmal guten Abend und du musst einen super Vertrag haben. ja, zum Spiel.
Lärm. Also, Sieg für Frankfurt geht natürlich in Ordnung. Ich denke, wir haben eine gute Leistung gebracht. Mich ärgert zum Schluss diese zwei, drei leichten Tore, die wir bekommen haben. Da waren wir nicht mehr bis zum Schluss konzentriert. Wir hatten unter der Woche große Probleme mit Grippe. Es waren vier Spieler krank, heute waren zwei zurück. Das war der Sören Hauptig und der Christian Vogel. Aber die haben die ganze Woche nicht trainiert und Mike Ortwein und Marcel Kahle liegen weiterhin im Bett und der Marcel Grischek ist ja von an der Schulter verletzt. Und leider Gottes kommt jetzt wahrscheinlich auch noch der Sören Hauptig dazu, Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk. Das bedeutet für mich am Sonntag in Kassel, dass wir nur noch eine kleine Rumpftruppe haben, aber da müssen wir durch. Und noch einmal, wir haben, glaube ich, eine gute Leistung abgeliefert gegen Frankfurt. Was mir ein bisschen enttäuschend ist, ist die Zuschauerzahl. Natürlich kann man hier gegen Frankfurt mit einer Niederlage rechnen, aber ich denke mal, wir haben eine sehr junge Mannschaft und ich denke, Raspas, Rotny, so eine Leute hat man vorher noch nie gekannt oder nicht gekannt in Essen. Die spielen jetzt alle aus dem eigenen Nachwuchs bei mir fest, im ersten Sturm, der Sotny mit den beiden Ausländern. Und das ist halt immer ein bisschen schade, dass dann das nicht so honoriert wird, aber dann müssen wir halt noch härter arbeiten und schauen, dass wir vorankommen. Denn eins steht fest, ich habe mir auch der Thorsten Schumacher bestätigt, unser Etat für die erste Mannschaft ist geringer wie letzte Saison, das ist ja richtig. Und ich denke mal, wir spielen mindestens eine Klasse besser wie letzte Saison. Und darum ist es schade, dass das nicht so honoriert wird. Aber da können wir nichts machen. Wir können nur weiter gute Leistungen abliefern, hart arbeiten und schauen, dass das wieder ins Rollen kommt hier bei den Moskitos. Dankeschön. Ja, danke Markus. Frank, nochmal recht herzlichen Dank. Die beiden Trainer stehen natürlich der hiesigen Presse jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Ansonsten sehen wir uns wieder am Freitag gegen Bad Nauheim und hoffen natürlich, dass sowohl die Sponsoren heute als auch die heute leider Gottes nicht konnten, dann nächste Woche Freitag wieder hier sind. Schönen Dank und noch ein schönes Wochenende.